Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von unserer FIFA 17 Karriere mit dem VfB Stuttgart. Ja, heute am Millern-Tor. Na gut, sieht noch nicht mal ansatzweise aus wie das Millern-Tor. Aber heute gegen St. Pauli und das wird trotzdem eine schwierige Aufgabe. Ich habe ein bisschen was geändert. Ja, hier seht ihr die Tabelle, meine Freunde. Und ich mache jetzt hier mal zwischendurch mal den hier. Ihr hört es da zwischendurch da so. Ich kann es leider nicht abstellen, weil ich nicht weiß wie. Aber ich mache da gerade hier die Screenshots hier für, ja, Spieler im Fokus, Torvorlagen, 7 Stück, Joao Plata. Will er natürlich verbessern, heute auf 8 oder 9 kommen. Ja, Himmelmann im Tor. Heute mit Kaspar Dolbeck im Spiel. Justice Glad und Tom Reading haben direkt ihre Anfangschance. Plata. Oh, die fangen schon mal so richtig hart an. Sobotka. Ich wollte. Was ist denn das? Direkt auf Plata drauf. Ref. Das kann so nicht angehen. Haben wir da nicht noch einen besseren wie Plata? Freistoßpräzision. Kaspar Dolberg, aber der hat kaum Effekt. Oh, schade. Schön durchgetankt, Plata. Aber leider nicht so, dass man sagen konnte, war jetzt von Erfolg gekrönt. Alles kommen. Ja, lassen durch. Das ist unser Abseits. Tommy Reading. Platt. Regentner. Zimmer. Auf Maxim. Ey, das kann doch nicht sein. Wieso, wie gehen die da dran? An meinen Spieler. Die wollen den echt ernsthaft verletzen hier heute. Dann sag ich dazu das aber nur mal. Hallo Sobotka. Eins-Null, Eigentor. Ja, Papa, da siehst du noch gelb für, aber Eigentor. Wäre da Dolbeck doch nur noch dran gekommen. Da haben wir das 1-0. Okay, das ist dann nochmal ein Screenshot. Na nee, das zeigen sie nicht. Philipp Ziereis, ich glaube, er möchte zu uns jetzt schon, weil ich angekündigt habe im letzten Part, dass ich ihn gerne verpflichten würde. Schön abgedrängt. Aber der Nebel gefällt mir hier irgendwie nicht. Pava, Plata. Na, so nah gestaffelt bei so großen Innenverteidigern hast du leider keine Chance, Plata, den Ball dann da irgendwie vernünftig reinlupfen zu können. Oh, schön dazwischen gegangen, Mané.
Ganz ruhig. Mann, nee, da müssen die Bälle besser kommen. Alles kommt schon, Leute. Da stehen die richtig schön gestaffelt. Hoher Druck. Oh nein, es fängt hier schon wieder so richtig an zu laggen. Assis Budabus. Ey, und da störte in der Schiri irritiert den Torhüter. Genauere Bälle, Benjamin. Oh nee, Benjamin. Schön. Ihr steht hier auf Offensiv, Leute. Da müsst ihr auch mal hier ein bisschen rankommen. Sag mal, Ref, ist das hier eigentlich noch erlaubt, da jemanden so dermaßen umzurennen? Wie gesagt, das Einzige, was ich mir für FIFA 18 wünsche, ist eine bessere Schiedsrichter-KI. Jetzt könnt ihr dann meinen, oh, stell dich doch jetzt nicht so an wie die Pussy von Tuchel. Aber Leute, das ist wirklich so, der pfeift ja wirklich nichts. Ich bin selber kein Kind von Traurigkeit, das wisst ihr. Aber wenn, dann ausgleichende Gerechtigkeit. Fast das 2-0. Schade, Maxim. Das wäre schon wieder eingeleitet worden vom Plater. Also 1-0 kann ich bis jetzt gut leben. Tja, Herr Avevor. Komm, Benjamin. Benjamin. Gehst mir auf den Sack, Alter. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin selber kein Kind von Traurigkeit, aber wenn, dann ausgleichende Gerechtigkeit. Und diese Strecks blocken ohne Ball. Dieses drecksexzessive Blocken ohne Ball ist eigentlich im realen Fußball auch eine Regelwidrigkeit. Wie gesagt, ich wünsche mir eine bessere Schiedsrichter-KI und auch eine KI, die das auch ernst nimmt und nicht die mal so gerade pfeift, wie sie gerade Bock hat. Ich nehme jetzt mal vorsichtshalber die beiden gelb vorbelasteten raus. Galdames kommt wieder rein. Krigic wird heute höchstwahrscheinlich auch noch spielen, wenn wir nicht Asano bringen. Ja, durch Philipp Zier als Eigentor.
Na, Avevo? Fliegst du schön? Na komm. Was willst du denn, Ref? Das war doch nur ein ganz normaler Zweikampf. Also in die Fairness-Tabelle werden wir auf jeden Fall nicht gewinnen. Das steht schon mal fest. Kommt schon raus, Leute. Genau. Alles komm, Galdames. Du bist schneller als dieser Türke. Als dieser Shahin. Und genau deswegen spielen wir hier cleverer, auch wenn wir hier heute nicht selber noch nicht das sind, was man Erfolg nennen kann. Sag mir jetzt nicht, der ist verletzt. Da. Mann, nee, verletzt. Uffe, komm rein. Das ist unser letzter Wechsel. Den könnt ihr so gerne wieder haben. Ich nehme dich besser raus, Mann, nee, bevor es wirklich dann noch schlimmer wird. Und da ist das 2-0. Sauber. So will ich das sehen. So will ich das wirklich, wirklich sehen. Das 2-1 durch Alexandru Maxim. Wir gucken uns das hier weiterhin an. Wunderschön. So will man das wirklich sehen. Fünftes Tor in der zweiten Liga. Maxim, bitte bleib uns erhalten. Ah, da laufen wir uns aus. Schade, Martinez. Ist das herrlich, ne? Na komm. Schön. Plata, Dolberg, da ist das dritte Ding. Ah, schon wieder zu spät. Schönes Ding von Dolberg, aber auch eine richtig schöne Flanke von Joao Plata. Das ist richtig, richtig schön gespielt. Das ist schöner Fußball. Drittes Tor von Kaspar Dolberg in dieser Saison. Ah, ist das herrlich. Ist das herrlich. So will man das doch gerne sehen.
Also, kommt schon, Entschuldigung, gerade ein kleines Magenproblem hier. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Ja, Keigo Higashi kommt rein für Enver Schenk Shahin. Ja, und der Himmelmann guckt da einfach nur blöd raus. Schön abgelaufen und schön weggeblockt. Ja, Assis Bruder Bruce. Bisher ja noch nicht so richtig in Gang gekommen, der Gude. Kann man aber auch verstehen. Weiter geht's. Und das ist wohl rechtens Ref, oder wie? Nein! Hat es ihn jetzt... Ja, Plata hat's auch erwischt, ey. Das Schlimme ist, ich kann nicht mehr wechseln. Was ist die Scheiße? Aber Plata kann immer noch mit seinen Bällen helfen. Oh, schöner Schuss, Uffe Bech. Schön gemacht. Ciao, Plata. Und der nächste und die nächste Ecke für uns. Da kommen. Der war ja mal süß. Nicht schlimm, Maxim. Passiert im besten Mal. Naja. Ah, komm. Und raus. Und damit gewinnen wir hier mit 3-0 gegen St. Pauli. So ist das doch jetzt wieder, schöne kleine Siegesserie aufgebaut. So ist das wirklich, wirklich nice. So Leute, aber jetzt mal, um den Part kürzer zu halten, war es das hier von diesem Part jetzt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Schaut auf jeden Fall die anderen Projekte bei mir auf dem Kanal weiter. Bis dahin, macht es gut und Cheerio!